Wer bist du? Bist du das ich in meiner Zukunft mit Kopf? Trage ich eine Zukunft Kopftuch irgendwann? Weil du siehst aus wie ich. Wer hat dich geschickt? Aus welcher Zeit kommst du? Es geht ab, Freunde! Herzlich willkommen! Warum bist du laut? Gänsehaut, Oxim, ich hab grad Gänsehaut. Komm rein, kannst du rein drauf. Okay, wenn du kommst, ist Gänsehaut wieder weg. Nein, Mann, ist Gänsehaut gestiegen. Gänsehaut, dass wir hier uns hier mal alle wieder vor der Linse sehen, ja. Freut mich sehr, dass wir uns in. Du bist 2 Sekunden down und machst direkt eine Körperverletzung. Das juckt dich nicht, oder? Schau mal jetzt, pass auf. Warum verschwendest du es? Umgedreht sogar. Krass, ne? Zeig mal dein Resultat und zeig mal sein Gesicht. Aber das war richtig, das war gut. Halt's Maul. So, Freunde, was geht ab? Wir sind wieder back im Business, ja. Wir sind wieder back, verpiss dich. Wir sind wieder back im Business und ich habe diese Luft hier vermisst, Ola. Immer wenn ich hier sitze mit den anderen, riecht's immer gut und jetzt riecht's scheiße und jetzt weiß ich, das ist der Geruch der Freiheit. Also das war der Geruch des, der Freiheit, wenn man von hinten was freilässt. Verstehst du mich? Nein. Doch, du hast verstanden, weil du es gerade nochmal gemacht hast, ich hab's gehört. Also Freunde, wir kommen zu einer Islamstunde, ja, wie ihr schon den Titel gelesen habt, er ist Ramadan Mubarak, fast überhaupt. Ja. Warum hast du lachen? Weil das eine dumme Frage war. Und warum schaust du weg, wenn ich frage, fastest du? Fastest du? Ja. Ja. Die Frage ist, ob du fastest. Ich habe als letztes gefragt, ich beantworte nichts. Was wir machen, ganz einfach, wir werden auf jeden Fall 5 Islamfragen bekommen, was... Die Fragen haben was mit dem Islam zu tun, okay? Okay. Das ist eine Islamstunde. Mhm. Damit wir auch unser. Damit wir auch wissen, was wir machen, Ramadan. Mhm. Warum Ramadan ist, okay? Okay. Und das sind einfach allgemeine 5 Islamfragen. Ja, aber jetzt nicht Prophet und Gott und so haben wir rausgelassen, damit auch keine dumme Antwort hier. Wir haben sogar Allgemeinwissen, was auch in Google steht, okay? Damit steht alles in Google. Steht auch alles in Google, du Idiot. Ja, ob die mich jetzt anlässt. Das ist Ramadan, darf man nicht. Und viele haben schon gemerkt, dass ich meinen Bart wachsen lasse. Das ist das Resultat. Ein Ziegel. Seit Ramadan. Ein Ziegel. Siehst du das nicht? Das ist schon peinlich, dass sie 3 Meter neben mir ist und nicht mal das hier gesehen hat. Man kann es ja nur übersehen, wenn man das hier sieht. Ganz Gebüsch hier, paar Äste hier. Gebüsch? So, okay. Du hast Gebüsch gesagt. Ich habe nicht Gebüsch gesagt, ich habe Gebüsch gesagt. Du hast Gebüsch gesagt. Und was ist jetzt ein Gebüsch? Das ist Gebüsch. Schau, hier ist ein Haar alleine. Hast du gerade gehört? Das heißt Gebüsch. Bruder, das war fast andere Dimension gerade. Also, was geht bei dir ab? Ich würde überlegen, ob du fastest. Also, bis dann. Viel Spaß. Tschüss. Erste Frage ist ganz einfach. Frage, wenn die nicht weiß, kann gleich eigentlich aufstehen und gehen. Seit wann gibt es den Islam als Religion? Kannst du auch mal normal reden oder was ist was für Seit wann gibt es den Islam? Aber, red doch normal. Seit wann gibt es den Islam? Welches Jahrhundert? Welches Jahrhundert? Ah, ich hab schon. Bisella, das ist wie ein. In welchem Jahrhundert? Das ist wie in Klassenarbeit! Nein. Stimmt es? Stimmt es? Also wenn der in der Mitte gewinnt, dann weiß ich auch nicht. Also ich habe mich sehr lange mit dem Islam befasst. Um genau zu sein, seit 3 Wochen. Ich habe ein gutes Gewissen dabei. Seit 7. Jahrhundert. Krass, okay, du. Krass, dass er Jahrhundert verstanden hat. Er schreibt das Jahr 1470 auf. Ja, im 14. Jahrhundert. Islam gibt es seit gestern, okay, du? 1470. Was sagst du? Auch das 7. Jahrhundert, also 600. Da haben wir 2 schlaue Menschen. Und ein, der Islam ist vorgestern entstanden. Ich bin doch vor 3 Stunden. Ich hab doch morgen Kommentierungstermin. 1400! Wir haben wie viel? Wir haben 2022. Ja. Vor 1400 Jahren ist der Islam entstanden. So. Die Zahlen stimmen halt ein bisschen, aber die Artikulation war scheiße. Genau. Ich hab gefragt, Jahrhundert. Sie schreibt das Jahr 600 auf, als hast du gewonnen, weil ich gesagt ja, habe, Jahrhundert. Aber hier habe ich 700. Du hast 600 geschrieben. Ich hab 700 geschrieben und dachte, okay, komm, mach. Einfach er schreibt sogar 7. Jahrhundert. Seit dem 7. Jahrhundert. Der schreibt noch mit Sätze. Seid groß sogar. Seid mit T oder D? Seid mit T. Schau mal, du hast gerade Deutsch 1. Artikulation 1. Islam 1. Halt die Fresse, hast du auch 1, okay, wenn du die Fresse hältst? Ohne Spaß, mach mal nochmal. Wir machen nochmal die Frage, Stefan. Weil nein! Hey! Nein! Hey, Schick, schau die Video. Nein. Wir bleiben in Öffentlichkeit. Ich schreibe 700 wieder hin. Nein! Bro, ich bin hinter ihm. Nein! Ist doch egal. Sie sagt das falsch verstanden. Ja, aber wenn der Schirr mich jetzt nächstes Mal Freitagsgebet sieht, sagt er, ja, im Jahr 1400. Raus! Was sind die 5 Säulen des Islam? Muss es hintereinander richtig sein? Egal welche Reihenfolge. Hauptsache die 5 Säulen. Nach Reihenfolge ist er weg. Ach du Kacke. Ich sehe da rechts einen Grübler. Wenn ich schon sehe, dass da 3 Leute grübeln, dann ist das Kopfschmerz. Das Gebet? Jo. Das Fasten? Jo. Die Spende? Jo.
Die Shahada, also die Glaubensbekenntnis. Jo. Und die Pilgerfahrt. Stark, 1 plus. Du? Mach mal so jetzt. Nein! Du in Mitte. Ich hab Mekka. Ja. Nein! Nein! Es ist klar, was da rein ist. Mekka zu tun hat. Nein! Nein, okay, mein das ist in Mekka. Ja, hättest du es aber sagen? Ja, aber lass mich doch ausreden! Ja. Das macht man doch bei uns. Mach doch ein Ausreden. Okay, Mekka, ja, Mekka. Mekka, klar, was gemeint ist. Spenden. Jo. Fasten. Jo. Beten. Jo. Glaubensbekenntnis. Stark! Und dann Glaubensbekenntnis mit 2 I und 1 M. Ich habe. Alles gut. Glaubensbekenntnis, Fasten, Beten, Spenden, Mekka gehen, wenn man das Geld dazu hat, in Klammern Pilgerfahrt. Stark! Du hast jetzt wieder in Artikulation ein. Der hat das hinzugefügt. Ich weiß schon. Nein, warum nicht? Nein, das war das Letzte. Ja, ja, und warum ist es das Letzte? Weil ich das Ganze. Weil ich hinzugefügt habe. Okay, wann habe ich den ganzen Satz mit dir geschrieben? Ja, okay, alles gut. Artikulation 1 von Satzverhältnis Aufbau 1, Islam 2. Warum? 1. Wie viele Muslime leben in Deutschland und wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung sind diese? Oh. Wie viele und nochmal ein Prozent? Die Prozente dazu. Nein, nein, lass nur einen, das ist zu viel. Mach doch nur okay, nein, wir machen beide. Sag uns mal erstmal, wie viele Menschen in Deutschland leben, damit wir genau die Prozentzahl. Es sind einige. Mehr als Millionen. Nein, ich meine ganz allgemein in Deutschland. Wallah, mehr als 10 Millionen. Wallah, nimm's von mir als sichere Quelle, inshallah. Ich habe 30 Millionen Muslime und so 40 Prozent. Oh mein Gott. Okay, machen wir weiter. 30 Millionen sind keine 30, nein, nein. Nein, 35 Prozent, hey, klar. Der denkt. Prozentzahl ist richtig. Der denkt gerade, weißt du, was er denkt? Prozentzahl ist richtig von der. Hallo. Hä, ist doch so. Nein. 30 ja, Millionen. Du, weißt du, wenn man 30 Millionen hat, ist es das gleiche, wie wenn ich in Rewe reingehe und sage, Salam alaikum, und alle, alaikum salam an Kasse. Das wäre 30 Millionen. Nein. 30 Millionen. Salam alaikum, gib mir 2 Brötchen. Okay, inshallah. Oh mein Gott. Nicht mal Algerien hat 30 Millionen Muslime. 30 Millionen? Hat Merkel Schäder gesagt öffentlich oder was? Ich habe genauso wie er gedacht, ich habe 12 Millionen aufgeschrieben. 12 Millionen sind, wenn man so rechnet. Aber warte! 38%! Warte! Deswegen wollte ich warte! Von 84 Millionen Einwohnern ja, sind 12 Millionen Einwohner 38%, wenn man hochrechnet. Nein, in welcher Welt? Aber ich habe die mit Kommentieren alles zusammengerechnet. Was laberst ja, du hier? Die Prozentzahl hat nichts damit zu tun. Und trotzdem, die noch auch kein Schweinefleisch ist, habe ich auch mit reingetan. Okay, ja, schlecht. 30.000 geschenkt. Was? Es gibt 2 Moscheen in Deutschland. 2 Moscheen? Bismillah denkt, nur unsere Familie sind Muslime. Der Rest ist ungläubig. Allein nur im Freitagsgebiet sind 50.000. In Köln leben, glaube ich, allein 300.000 Muslime. Ich will dich täuschen. Es gibt doch. Komm, wenn man 30.000 Muslime in ganz Deutschland ist, braucht man 6 Moscheen in der ganzen Welt. Ach so, nein! Ich meine 300.000. Ist immer noch nichts. Ist immer noch nichts. Hä? Wisst ihr, was das Allertraurigste ist? Herr Bismillah ist am nächsten dran. Das Traurigste, weil ihr so hoch gegangen seid, dass Bismillah mit 30.000 am nächsten ist. Bismillah hat gerade mit 2 Moscheen in der ganzen Welt gewonnen. Wie viel Moscheen? 5,6 Millionen. Und die hat mit 30.000 gewonnen. Was? 30 Millionen. Voilà. Nicht mal du, bei Mekka hat so viele Muslime. Und das ist 24% von Deutschland. sind 24% von 80 Millionen. Oder? Und was sagt ihr zu mir? Vorhin. Man muss aber wissen, wie man rechnet. Ne? Die nächste Frage ist. Wie viele islamische Länder gibt es? Also wie viele Länder haben den Islam als Staatsreligion anerkannt? Und sagen, Islam ist unsere Religion. Ja, okay, sehr gut. Und schreib 10 Länder auf. Boah, keine Ahnung, wie viele Länder. Ach, Digga. Kosovo zählt dazu, ne? Ja. Also, bei ja. Kosovo gibt es ja viele. Wie viele Länder gibt es denn überhaupt? Kann man die jetzt schon aufzählen? Also mindestens 10? Hm? Kann man jetzt mindestens 10 schon aufzählen? 10. Also, du hast gesagt, Kosovo zählt? Ich sag gar nichts. Ja, Kosovo, die gibt es jetzt länger als 2 Jahren. Das heißt, Albanien, wenn man länger als 2 Jahren ist, ist es 3, 4, ja, Kosovo zählt. Also. Hör auf, mir zu helfen! Ich hab gerade 2 Länder gesagt, Alter. Fangen wir von dir an wieder. Ich schätze 18 Länder.
Die Länder. Und was sind deine 10 Länder? Indonesien, Malaysia, Algerien, Marokko, Irak, Palästin, Libya, Libanon, Mauretanien. Stimmt, und Libanon. Somalia. Ich habe 9 gezählt. Nein. 10. Indonesien, Malaysia, Algerien, Marokko, Irak, Palästin, Libya, Libanon, Mauretanien und Somalia. Du bist dran. Du bist dran. Steht doch dein Alter. Eyeliner. Nerv mich sowas. 80. Okay. Muss 7 Länder, weil die erobert werden. Bald. Hä? Spaß. Boah, Digga. Das war nur Spaß, Digga. War ernst. Algerien. Da bin ich mir, war ich mir nicht sicher. Habe ich trotzdem aufgeschrieben. Indonesien, Tunesien, ich habe alles mit Ien genommen. Kosovo, weil ich mir auch nicht sehe. Spaß. Marokko, das ist gleich wie Algerien eigentlich. Saudi-Arabien, Emirate, Dubai. Pass auf jetzt. Bangladesch. Ja, man hat nicht gedacht damit. Ja. Dubai. Sudan. Mali. Oh, der hat sogar 11 aufgeschrieben. Falls Dubai nicht zählt, hat er 11 jetzt. USA nicht, habe ich. Hier? USA nicht. Venezuela nicht. Okay. Falls jemand denkt, Venezuela. Falls jemand denkt, zwei Minuspunkte. Er hat Emirate geschrieben, nicht Emirate. 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 Egal, du weißt, was ich meine. Das sind Muslime, inshallah. Okay, ja, stark, hast du auf jeden Fall 11. Ja. Aber ich habe geschrieben, USA nicht. Schreibt es euch in die Ohren. Ich hatte Blackout bei Ländern, mein Vater. Türkei. Vater, ne? Fuck, egal. Türkei, ja, schau nicht mal, sagen. Türkei, hab ich gedacht. Ja, okay, selber schon, weil du kein Muslim bist. Palästina, Arabien, Algerien, Tunesien, Marokko, Syrien, Afghanistan. Schade, okay, und die Anzahl? Ja, das sind. Achso, 30. 30. Das ist 30. Geiler Typ, Alter. Ich hab keine 18, mehr. Er hat 80, oder? 80. Ich bin vom Guten ausgegangen. Knappes Rennen, muss ich ehrlich sein, aber am Ende gewinnt der in der Mitte. Echt? Wie viel? Das sind 56 Länder. Oha, sau. Wie viel hast du? Ja! Du hast Länder gesagt? 80. 80. Guys, ich weiß, you hast den Text, aber Alhamdulillah. Ich hab's den Text nicht gekannt, deswegen hab ich auf Deutsch 30. gesagt. Du bist 2 Länder weiter weg. Ja. 2 Länder bist du weiter weg. Du hast USA und Dings vergessen. USA sind Muslime, nicht. 2-2-1. Okay, 2-2-1. Okay. Letzte Frage entscheidet, entweder Bismella rückt nach. Bismella, du hast. Darfst doch nicht Islamschule letzter Platz sein. Weißt du, kannst. Islamunterricht! Meine Damen und Herren, Fetzerei gleich in der ersten Reihe! Jetzt geht's hier um Statistiken, Mathistiken. Die habe ich sehr gut studiert, analysiert und fungiert, habe ich damit. Digga, man denkt, du bist irgendein Stadion erste Reihe. Nö! Chiri faul. Chiri! Mann! Mit so einer Bratwurst, so Bier. Nö! Steht doch, also, und ich schau nach links einfach. Was machen wir da? Da kann ich mir ein Stadion belegen. In welchem Jahr ist statistisch gesehen von Zuwachs her Islam die größte Weltreligion? Was? In welchem Jahr? Ja, wir sind die größte Weltreligion. Islam, ja. Die größte Weltreligion sein. In welchem Jahr sein wird? Also die erste, von Anzahl. Die erste von Anzahl Menschen. Von Menschen. Hä? Die Religion, die meisten Menschen. Ich verstehe nicht mal die Frage. Wie soll ich die beantworten? In welchem Jahr, laut Statistik, werden die meisten Menschen auf der Welt Muslime sein? Meinst du, dann bekommen die den ersten Platz? Ersten Platz jetzt von Religion her. Jetzt ist der Christentum auf dem ersten Platz. Ganz genau. Nicht mehr lang! Und was ist hier? Was muss ich beantworten? Oh Gott. In welchem Jahr wird Islam die 1 sein, so gesehen? Wie viel Hellseher das? Es gibt eine Statistik. Sag mir so, sag mir so. So zu viele. Es gibt eine Statistik. Okay. Nicht mehr lang. Das war gerade gruselig, Digga. Ich hatte gerade Angst vor mir selber. 2200. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und du? Oh mein, ich hab 2040. Okay. Ich hab 2032. Oha, Dick, morgen gleich, Dick, morgen! Die Sache, ich bin, also wir befinden uns jetzt 2022. Ich werde inshallah, wenn es alles gut nach Plan läuft, werde ich 2025 heiraten. Ich werde dann eine Armee von Kindern machen, die alle Muslime sind. Die werden bis 2040 schon so erwachsen sein im Islam, dass wir schon eine Weltbevölkerung haben von sehr vielen Menschen her. Ist gleich, meine Kinder werden die ganze Welt übernehmen. Tschüss. Also, ich wollte nur nochmal, bevor ich die Antwort vorlese, wir sind aktuell schon 1,6 Milliarden auf der Welt. Warte kurz, warte kurz. Ich habe also warte kurz. Und ich werde es auf 1,7 Milliarden machen. Der mir jetzt kommt mit, oh, ist gleich morgen. Junge, 2200. 2200, das sind vier Generationen. Ist schon innerhalb. Ja, innerhalb. Ich denke, dauert noch so lange. Mach. Wir sind voll nicht in der Zeit. Hör zu, was sie sagt. Ich will mal so. Der Islam ist was? Innerhalb den letzten 20 Jahren viel mehr gestiegen, als du denkst. Okay. Das 2200. Genau. 2200. Verpiss dich aus der Klasse. 2200, da ist schon Weltuntergang. Okay, Emily.
2200, da stehen wir schon in Jung. Wenn du nicht an uns glaubst, an den Islam, verpiss dich. Da stehen wir schon mit 33 dort. 2200. Und komm mir nicht, wenn du 40 bist. Ihr hattet recht, halt's Maul, würde ich sagen. Verpiss dich jetzt. Setz dich nicht neben mich. Okay, sag mal jetzt. Sag mal jetzt. Das Geilste ist halt, der in der Mitte hat gewonnen. Echt? Weil laut der Statistik, man weiß nicht, vielleicht kann es auch sein, dass die rechts gewonnen haben, man weiß nicht. Aber laut Statistik, die Statistik sagt, 2050 wird das Jahr sein, wo es einer mehr ist als die anderen. Und subhanallah, ja, ich hab das Gefühl, ich rechne bei Jahren immer minus 10. Ich hab mir sagen können. Und deswegen hab ich diese Rechnung mit meinem Oh mein Gott, ich check die Frage erst jetzt, ne? Ich dachte, bis wir die Welt übernehmen komplett. Freunde, das war's mit dem Islam mit euch. Wenn es euch gefallen hat und unterhalten hat, dann lasst ein Like da, ja. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da. Gib mal kurz Freunde, alles mit Humor nehmen. Wir haben versucht, das ist ein Thema, wo man sehr leicht ein blaues Auge bekommen kann im Internet. Aber wir haben es versucht. Wir haben es versucht. Ist Ramsan zum Heli, Mann. Wir haben es versucht, ein bisschen noch klar hinzubekommen, dass hier nichts Gottloses passiert. Ist auch nichts passiert, hoffentlich. Freunde, nimm es bitte mit Humor. Ich mach wenn gar ihr nichts. Auch ein Teil 2 haben sein will. Was laberst du? Dieses Auge hat Behinderung gerade wegen dir. Ich seh's. Check mich auf Instagram, meine Schwester. Olaf, freut mich, dass du wieder da bist. Scheiß, freut's mich. Freut mich, wieder da bist. Scheiß, freut's mich. Pass auf euch auf. Tschüss. Verpisst euch.